Sagenumwobenes Indien. Darum geht es heute, um indische Tees und darum, was die Inder am liebsten in ihre Tees reingeben, nämlich Dinge, die damals, als Indien von den Europäern entdeckt wurde, die damals so wertvoll waren wie Gold oder sogar noch wertvoller. Freue dich auf diese Folge. Es geht hier um Schwarztee, um Chai und um Indien. Indien ist gar kein traditionsreiches Teeanbaugebiet. Eigentlich ging der Teeanbau in Indien erst los mit der Kolonialisierung durch England. Was die Engländer dort zu suchen hatten, das siehst du in dem England-Video dieser Videoserie. Zurück zu Indien. Es gibt jedoch eine einheimische Teesorte. Tatsächlich gibt es zwei Teesträucher, ganz grob unterteilt, nämlich die Camellia sinensis sinensis. Das ist der traditionelle Teestrauch, der in Ostasien zu Hause ist, also in China, Korea, Taiwan, Japan. Camellia sinensis sinensis zeichnet sich aus durch kleine Teeblätter. So ein Teeblatt von so einem Teestrauch ist in etwa so groß wie ein kleiner menschlicher Finger. Und es gibt die südasiatische Teepflanze. Das ist die Camellia sinensis assamica. Kommt, wie der Name schon vermuten lässt, aus der heutigen Region Assam, aus der Himalaya-Region, da wo Süd- und Ostasien aufeinanderstoßen. Und hat Teeblätter, die in etwa so groß sind wie eine gesamte Handfläche. Also Tees, die ganz anders aussehen. Und Ostasien ist die traditionelle historische Wiege von Tee, wo die Teepflanze entdeckt wurde, wo die Teepflanze kultiviert wurde, wo Teeanbau praktiziert wurde über Jahrtausende. Südasien, und dazu zählt Indien, Sri Lanka oder Ceylon und auch die Gebiete des heutigen Indonesiens. Südasien hingegen ist etwas, das auf den Teeanbau erst durch die europäische Kolonialisierung gekommen ist. Ja, es gibt endemische Pflanzen, also Camellia sinensis assamica. Aber es gab früher keine Kultur des Teeanbaus. In Indien wächst aber tatsächlich so gut wie alles. Indien ist die Wiege der kompletten Gewürze. Und dafür wurde auch Indien gesucht, jahrhundertelang gesucht. Christopher Columbus auf der Suche nach Indien in den USA, also in Amerika, heutiges USA, Mexiko, Karibik angekommen. Die Portugiesen auf der Suche nach Indien, erstmal in Afrika angekommen, bevor sie Indien entdeckt hatten. Die arabischen Seefahrer, die lange Handel betrieben hatten zwischen Indien und Europa und deren Handelsgrundlage sozusagen dann wegging, daneben ging, als die Europäer begannen, selbst Indien zu entdecken. Die Holländer, aber allen voran die Engländer, die Südasien geprägt haben und die Indien schlussendlich als Kolonie für sich gewonnen oder erobert hatten. Tee interessiert uns heute, aber mit Tee dazu war der große Schatz Indien. Dieses Leuchten in den Augen der Menschen, warum sich Leute monatelang auf so ein kleines Holzboot bewegen, um von England nach Indien zu fahren, weil das Versprechen von unermesslichen Reichtümern. Gewürze waren unglaublich wertvoll. Das einzige Gewürz, unter Anführungszeichen, das man in Europa nativ kannte, war Salz. Und Salz alleine war schon unfassbar wertvoll. Sieht man an verschiedenen Regionen, wo Salzanbau betrieben wurde, zum Beispiel in Österreich im schönen Salzkammergut, dass Salz ein imperiales Handelsprivileg war. Das war ein geschütztes Produkt. Das war nichts, was man frei handeln durfte, sondern das war mit einer kaiserlichen Steuer hinterlegt und
Das ganze Gebiet Salzkammergut war, wenn du so willst, Privatgebiet des Kaisers. Das war Salz. So wichtig waren Gewürze, die es bei uns gab. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel mehr wert waren dann Gewürze, die es gar nicht zu bekommen gab, wie Safran, Pfeffer, Kardamom, Nelken und so weiter. Unermesslich wertvoll. Du brauchst Gewürze, um eine exquisite Küche hinzubekommen. Wenn du nicht nur satt werden möchtest, nämlich mit Mehl, Eiern und Milch, sondern wenn du eine exquisite Küche praktizieren möchtest, so wofür die europäische Haute Cuisine so bekannt ist, die tolle französische Küche, die italienische Küche, um so eine Küche, wie sie am Hof von Königen, von Kaisern, von Adeligen praktiziert wurde, um so eine Küche zaubern zu können, brauchtest du Gewürze. Das heißt, aus damaliger Perspektive war der Wert von solchen Speisen, der Preis, solche Speisen zuzubereiten, die Fähigkeit, solche Speisen machen zu können, der Luxus, sich solche Speisen leisten zu können, um ein Vielfaches höher als heutzutage luxuriös essen zu gehen. Wenn du heutzutage in ein Sterne-Restaurant gehst und du sagst, puh, Budget pro Person 150, 200 Euro, und du musst mal richtig schlucken, dann ist es gar nichts im Vergleich zu den Kosten, die damals Königshöfe, Fürstenhöfe, Kaiserhöfe hatten, um den Kaiser, die Entourage oder auch um internationale Besucher beeindrucken zu können. Und der Wurzel von diesem Luxus, all das lag in einer Region, in einem Land, in Indien. Indien hat noch andere Reichtümer. Diamanten zum Beispiel wissen Kaiser und Co. auch zu schätzen. Gold zum Beispiel, Silberminen. Unfassbare Pflanzen- und Tierwelt. Wahnsinnig spannendes Reich. Und England hatte es, bisschen über Umwege, geschafft, sich diesen reichen Subkontinent komplett alleine einzuverleiben. Eine kleine Insel an der Ecke von Europa hat es geschafft, etwas zu erobern, das so groß ist wie Australien. Übrigens Australien, ja, das ist richtig im Kopf, gehörte ebenfalls zur britischen Kolonie. England war das erste Weltreich und Indien war seine Schatzkammer. Daher kommt das ganze Geld, das alles bezahlt hat. Alle Kriege, alle Eroberungszüge, all das kommt aus Indien. Zurück zum Tee. Die Engländer mochten eigentlich den Tee, der aus China kam, bis sie irgendwann mal merkten, dass durch die schnellere Schifffahrt der immer grüner wurde und sich der für sich selber veränderte. Also begannen sie in ihren eigenen Regionen, in ihnen zu sagen, Platz hätten wir hier, wachsen tut hier sowieso alles, also lass uns doch einfach hier mal Teeplantagen anlegen. Und damit passierte etwas, das sehr, sehr untypisch war für den Teehandel. Tee in Asien, in Ostasien, also China, Korea, Japan, ist immer eigentlich kleinbäuerlich strukturiert. Das heißt, Bauern machen das auf eigene Faust, gut vergleichbar hier mit Weinbauern, die ebenfalls das hier auf eigene Faust machen. Klar gibt es in Groß, Mittel und Klein, aber das war bäuerlich strukturiert. In den Kolonialländern Indien und dann später Ceylon, also Sri Lanka, wurde das Ganze zentral gesteuert als Plantagen und es wurden private Companies gemacht, also Businesses gegründet, die Arbeiter anstellten, Teepflücker anstellten, Leute anstellten, die in der Produktion sind und die sogenannte Estates sind oder Plantagen sind, wo im großen kolonialen Stil produziert wurde. Zentral gesteuert von einer Company. So entstand zum Beispiel eine der bekanntesten Anbauregionen, die wir jetzt kennen, Darjeeling, entstand erstmal aus der Privatschatzkiste eines englischen imperialen Großgrundbesitzers, der begonnen hat, in dieser Region zu experimentieren. Darjeeling, die bekannteste Teeregion in Indien und zu Recht gilt auch als die Region, die besten Tees, die besten Schwarztees Indiens und auch mit den besten Schwarztees der Welt herstellt, weil Darjeeling ein sehr, sehr spannendes, hügelig, gebirgiges Vorland ist. Ein sozusagen Vorland direkt gegenüber des Himalayas-Gebirges. Und
Hier hast du etwas Besonderes. Hier wächst nämlich die ostasiatische Teepflanze, Camellia sinensis sinensis, also die gleiche, die auch in China, Japan und Korea zum Einsatz kommt. Und die wird dort als Schwarztee produziert und ergibt deswegen ein hocharomatisches, extrem tolles Erlebnis. Ganz, ganz tolle Tees. Nicht umsonst gilt Darjeeling als Champagner der Schwarztees. Super Region. Auf der anderen Seite von Darjeeling, quasi einmal geradeaus geguckt, im Himalaya-Gebirge hast du ein anderes Land, das damals ebenfalls zur Kronkolonie Indien gehörte, aber jetzt ein eigenständiges Land ist, Nepal. Nepal macht im Prinzip genauso großartige Tees wie Darjeeling, hat jetzt aber natürlich etwas weniger Geschichte, etwas weniger History, aber tolle, großartige Tees. Das sind aber alles Tees, dürfen wir uns nichts vormachen, die für den Export bestimmt waren, die alle bestimmt waren für die Produktion in Indien. Export nach England, ins Mutterland und von dort aus weiter in alle anderen Herrenländer. Später ist dann der Export auch in andere europäische Länder gegangen und inzwischen ist indischer Tee ein absolutes Qualitätsprodukt, das hauptsächlich nach Deutschland importiert wird. Ja. Aber im Land selber ist Darjeeling so ein Luxusgut, dass das gar nicht im großen Stil getrunken wird. Was aber aus indischer Perspektive neben Tee ja überall wächst und für Inder selber nicht so dieses Luxusstatus hatte, sondern ganz normal einfach da wächst in jedem Garten, sind Gewürze. Und so entstand in Indien eine eigene Art, Tee zu trinken, denn nicht alle Tees mochten die Europäer, nicht alle Tees waren gut gelungen, nicht alle Lots waren richtig gut produziert und so verblieb auch immer mehr Tee selber im Land, der auch selbst konsumiert wurde. Inder waren wahrscheinlich, genaue Unterlagen dazu finden wir nicht, aber wahrscheinlich historisch gar nicht die großen Teetrinker, weil es Tee, anders als jetzt in Ostasien, so in Indien gar nicht gab. Aber wurden zu Teetrinkern sozusagen als Nebenprodukt der Kolonialisierung. Und weil die Tees, die in Indien verblieben sind, eben nicht erste Wahl waren und auch nicht einmal zweite Wahl waren, sondern eher dritte, vierte oder fünfte Wahl und so pur nach nicht so viel schmeckten, kam man auf die Idee, diese Tees mit Milch und mit Gewürzen zu mischen und kreierte über diesen Weg ein unglaublich köstliches Getränk, das indische Nationalgetränk, der indische Tee schlechthin eigentlich, und das ist Chai. Wo es natürlich auch nicht den Chai gibt, weil jede Region hat ihre Lieblingsmischung, jede Familie hat ihre Lieblingsmischung, aber du kannst sagen, in Chai hast du immer eine Grundkomponente an Gewürzen. Erstmal hast du einen schwarzen Tee, dann hast du Milch, gerne auch richtig fettige Milch, und dann hast du meistens Nelke, Kardamom und noch irgendein Gewürz, je nach Region. Das kann mal Piment sein, das kann mal Muskat sein, das können die unterschiedlichsten Nüsse oder Gewürze sein, aber du hast halt immer so, ja, Nelke, Kardamom hast du so gut wie immer drin. Manche haben auch Pfeffer drinnen. Ja, Pfeffer. Unfassbar wertvolles Luxusgut, ebenfalls in Europa. Und wenn du dir jetzt dran denkst, dieses Sprichwort, das du vielleicht kennst auf Deutsch, geh doch dahin, wo da Pfeffer wächst, dann weißt du, wie weit mental für Europäer, wie weit weg Indien war, wie unerreichbar weit und wie magisch und mystisch dieses Land für die Menschen war. Und durch die Kolonialität, durch das Erobern Indiens, durch das Verpflanzen von Tea Estates ist das Land über Nacht, sage ich, ja, es sind tatsächlich ein paar Jahrzehnte gewesen, zwischen 1820, 30 bis 1880, so in etwa. In dieser Zeit ist es von einem Land, das nichts hatte, was Tee betrifft und relevant war in Mengen, zum zweitgrößten Teeproduktionsland der Welt geworden. Zwischenzeitlich auch zum größten Teeproduktionsland der Welt. Indien macht heutzutage immer noch über 1 Million Tonnen Tee von insgesamt auf der Welt 6 Millionen Tonnen Tee. Das ist eine abgefahrene Menge. Unfassbar große Menge. Zu Indien aus britischer Perspektive dazu zählte damals genauso Ceylon, das heutige Land Sri Lanka, wo zuerst Kaffee angebaut wurde, hat so nicht funktioniert und dann wurde dort Tee angebaut, sodass dieses Land komplett ein Teeanbauland ist. Sri Lanka, wenn du es dir auf der Karte anschaust, viel, viel kleiner als Indien, richtig ein kleines Land, drittgrößter
Exporteur der Welt, drittgrößtes Teeproduktionsland der Welt, bis in die moderne Zeit, wo dann günstige Schwarztees, weil England immer günstige Schwarztees braucht, in großen Mengen, nicht nur England, sondern der Weltmarkt, aber England in erster Linie, so ist sozusagen die Anbau. Technik und die Anbaupreise, die werden immer besser, immer teurer. Der Standard steigt. Also ist der Anbau von Indien über Sri Lanka weitergewandert nach Afrika. Inzwischen sind afrikanischen Staaten die Staaten, die die meisten günstigen Schwarztee-Teebeutel machen. Indien ist also ein Land bekannt, so wie Japan für seine Grüntees bekannt ist, ist Indien bekannt für seine Schwarztees. Ja, und wenn du mal was hörst aus Indien wie Grüntee oder sogar, habe ich sogar gehört, Matcha-Tee und sogar einen gesehen, dann hat das natürlich nichts zu tun mit den Originalprodukten aus China oder aus Japan. Aber natürlich, da in Indien alles wächst, rein konzeptionell, kannst du dort natürlich schon eines Tages alles machen. Warum nicht? Indien, Gewürzland und deswegen auch großartiges Teeland. Daraufhin einen Chai. Übrigens, abonniere diesen Kanal, lass einen Daumen da, aktiviere die Glocke und genieß deinen Chai. Ach so, übrigens, was dem Chai nicht fehlen darf, ist natürlich, süß muss er sein. Zucker. Ein anderes Luxusgut, aber das ist eine andere Geschichte.